Hallo, ich bin's. Ja, ich habe jetzt gestern mich ein bisschen intensiver mit der Kamera beschäftigt und was dabei rausgekommen ist, seht ihr jetzt. Ja, wieder mein Brillenkram. Mache ich das jetzt richtig? Ich weiß ja immer noch nicht so richtig, ob ich das vor allen Dingen wo. Ach, ich glaube, ich muss direkt da reingucken, ne? Ich glaube schon, okay. Hey Leute! Ich weiß nicht, was ich jetzt genau erzählen soll, aber ja, also ich bin jetzt halt gerade dabei, mich da so ein bisschen reinzufuchsen. Ich habe ja das Benutzerhandbuch nur in Thai. Und deshalb habe ich mir jetzt das offizielle Benutzerhandbuch, auf jeden Fall ein Benutzerhandbuch und ein Referenzbuch und keine Ahnung was, von der Nikon-Website runtergeladen und bin da jetzt halt gerade bei, ein bisschen zu lesen und erstmal rauszufinden, wie ich überhaupt Videos aufnehmen kann. Und deshalb ist das jetzt mein erster Versuch. Okay, eigentlich der zweite, aber naja. Spielt ja jetzt auch keine Rolle. Genau, und wow, also das ist echt so eine Kunst für sich, ne? So eine Kamera. Also erstmal verstehe ich nur die Hälfte. Und es ist halt so blöd, weil ich es halt nur jetzt auf dem Computer habe als PDF. Und halt die ganze Zeit hoch und runter scrollen muss, weil wenn sie dann halt zu den verschiedenen Knöpfen kommen und so weiter und so fort. Und so ganz kleine Knöpfe, die ich jetzt sonst im Normalgebrauch nie gebraucht habe, muss ich halt wieder hochscrollen und... Aber ist schon ganz spannend, auf jeden Fall. Nur halt so kopflastig. Und heute ist irgendwie so ein Tag, da kann ich mich irgendwie nicht so richtig konzentrieren. Also ich habe heute ein bisschen was gemacht und habe heute Morgen auch ein paar Sit-Ups gemacht und dann Yoga wieder. Genau, und danach habe ich halt ein bisschen was gemacht. Aber irgendwie kann ich mich heute irgendwie nicht so konzentrieren. Das ist wie... Ich weiß nicht, ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Und wenn ich dann... auch noch Musik höre und die zu laut ist, dann setze ich völlig aus. Also ich setze nicht aus, aber dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren und nicht richtig zuhören und mein Kopf fühlt sich einfach voll an und ich kann nicht klar denken und das ist, und ich weiß halt auch nicht so richtig, woher das kommt, ob ich jetzt vielleicht zu viel Kaffee habe, weil ich gerade dabei bin, meine dritte Kasse Kaffee zu trinken. Aber es ist ja nur Instant-Kaffee. Also wie man jetzt klar sieht, ich habe das mit der Kamera noch nicht so drauf. Weil jetzt das andere Video angefangen hat, oder jetzt, wo ich jetzt gerade rede, ein paar Stunden später, weil der Akku leer war und ich es nicht gerafft habe und das Video einfach ausgegangen ist und ich dachte, was könnte jetzt passiert sein? Und dann habe ich gecheckt, okay, der Akku ist leer. Und dann habe ich erstmal geguckt, wie ich denn überhaupt den Akku aufladen kann. Und dann habe ich das in diesen Akkuauflader reingepackt und mir dann halt eine Steckdose gesucht. Und dann hat es auf einmal angefangen zu blinken und ich dachte, Hilfe, blinken ist doch nie irgendwie was Gutes. Blinken ist doch immer so ein Signal für, es ist nicht okay, es ist nicht okay, es ist nicht okay. Und dann habe ich erstmal Panik gekriegt und versucht in meinem PDF-Referenzbuch, Handbuch, Benutzerhandbuch, was zu finden. Dazu habe ich aber nicht so richtig hingekriegt, oder? Weil, wie gesagt, PDF und dann mit Scrollen ist halt so... Und dann habe ich erstmal gegoogelt, bis ich dann rausgefunden habe, dass es normal ist und ich mir keine Sorgen machen muss. Hat aber auch so seine 10 Minuten gedauert. Da gleich fliegt das Ding in die Luft. Also, wie man sieht, ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Aber immerhin kriege ich sie jetzt hin, aufzunehmen. Und ich bin ganz, 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 ganz begeistert jetzt schon von der Qualität. Ich habe es noch nicht auf meinen Computer gezogen, weil das habe ich vorhin komischerweise auch nicht hingekriegt. Vielleicht, weil der Akku leer war, dass es dann auch nicht auf dem Computer übertragbar ist. Keine Ahnung.
weil den Tag davor habe ich das schon geschafft mit meinen Bildern. Aber auf jeden Fall ist die Qualität schon so viel besser. Und ich dachte ja immer, dass mein Handy jetzt nicht das Schlechteste ist. Aber verglichen mit der Kamera... Nee. Ich bin immer noch schrill begeistert. Es ist jetzt schon 2 Uhr nachts ungefähr irgendwie. Ich konnte nicht schlafen, weil ich gerade mega viele Ideen hatte. Also ich habe mich hingelegt, habe das Licht ausgemacht, habe versucht zu schlafen. Dann hatte ich Ideen, dann musste ich das wieder in mein kleines Büchlein schreiben. Da dachte ich, okay, jetzt kannst du schlafen gehen. Dann habe ich mich wieder hingelegt. Dann habe ich aber nochmal kurz bei Facebook geguckt und habe gesehen, dass der neue Themenmonat auf MS persönlich online ist. Ich kann das dann in die Infobox packen. Den Link zu der Website. Check das mal aus. Und dann habe ich mir das noch angeguckt. Und dann da wollte ich wieder... Naja, auf jeden Fall. Versuche ich jetzt zu schlafen seit 2 Stunden oder 2,5 Stunden. Und habe halt immer wieder Ideen. Das ist halt irgendwie so bei mir. Tagsüber heute war ich halt wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, so voll... Einfach, ich konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ich hatte einen dicken Schädel. Und dann bin ich kurz raus, weil ich mir ein paar Sachen holen wollte. Und dann... bin ich irgendwie auch zu schnell Fahrrad gefahren. Und dann bin ich wieder hierher und wollte dann eigentlich los, mich mit Freunden treffen, weil 2 Freunde von mir jetzt leider wieder heute abgereist sind. Die fliegen zurück nach Australien. Und war dann so dröselig und auf einmal hat es wieder angefangen, dass meine Beine auch schlechter werden und mein Kopf war noch schwerer als sowieso schon den ganzen Tag. Und zu allem Überfluss ist dann auch noch mein Fahrrad kaputt gegangen. Der Sattel ist einfach abgegangen. Und ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und halt, der ist abgegangen, während ich drauf saß. So, ne? Also ich bin ja gerade erst losgefahren, deshalb war ich noch jetzt noch nicht so schnell und konnte halt auch anhalten, weil hier vorne vor meinem Haus ist halt nicht so viel Verkehr. Aber ich muss dann auch erstmal meine Freundin anrufen und sagen, kannst du mich mal bitte abholen? Ich glaube, mein Fahrrad ist kaputt. Naja, ich hoffe, ich gehe da mal morgen hin. Zu irgendeiner Fahrradwerkstatt hier oder Fahrradladen. Hoffe, dass das nicht so viel kostet. Ich glaube, die müssen einfach den Sattel wieder festschrauben. Naja, aber dieses dröselige Gefühl hat mich auf jeden Fall irgendwie dann noch richtig lange begleitet. Ehrlich gesagt auch bis ich auch im Bett lag. Ich habe dann noch Netflix geguckt. Fuller House, die erste Staffel bin ich jetzt durch. Oh, ganz toll. Ich habe mich ja wieder gefühlt wie früher. Ich musste ja auch ein bisschen weinen zwischendurch. Bei Tränchen. Verdrücken. Aber naja, auf jeden Fall ist es jetzt aber besser. Irgendwie. Also ich weiß gar nicht so richtig, woran es lag. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich manchmal halt so voller Ideen bin und so viel machen will und so viel zu tun habe und dann so viel denke, dass sich einfach alles staut. Staut sich einfach alles und dann habe ich so viel in meinem Kopf, dass ich keinen Anfang finde von den einzelnen Sachen. Und jetzt gerade das Runterschreiben von Ideen. Ich habe relativ viel jetzt runtergeschrieben. Hat mir schon unglaublich geholfen, einfach meinen Kopf zu entwirren. Einfach wieder so ein bisschen Platz zu schaffen für Neues. Und ich glaube, deswegen nehme ich jetzt halt auch gerade das Video auf, weil ich jetzt wieder Platz hatte und wieder kreativer war und wieder überhaupt in der Lage war oder bin, Sachen zu formulieren, auch wenn das jetzt trotzdem ein bisschen wirr ist alles. Wie gesagt, ich bin ja noch im Entwirrungs-Entladungsprozess. Naja, aber ich hoffe, dass dieser Prozess jetzt bald abgeschlossen ist, weil wie gesagt, es ist schon nach 2. Und eigentlich wollte ich ja versuchen, meinen Tagesablauf-Biorhythmus ein bisschen wieder ins Normale zu bringen, was auch immer normal ist. Aber gut, wenn ich halt nachts so kreativ bin, dann bin ich halt nachts kreativ. Ne? Dann ist das vielleicht mein Biorhythmus. Warum muss ich den dann ändern? Oder warum versuche ich dann so zwingend den zu ändern? Ne? Wenn es halt das vielleicht doch für mich so funktioniert und mein Körper das so will und einfordert, dann sollte ich dem vielleicht dann nachgeben. Also ich will natürlich jetzt nicht bis 7 Uhr morgens oder sowas wach bleiben. Nein, ich versuche schon früher ins Bett zu gehen. Aber ich habe halt auch morgens nicht so einen Zeitdruck, ne?
wie andere. So, dann stehe ich halt um 9 oder um 10 auf und dann mache ich mein Yoga-Kram und mein Frühstück und mein Käffchen. Und dann setze ich mich halt dran und mache das und arbeite dafür halt nachts manchmal oder halt länger oder irgendwie sowas, ne? Dann ist es halt einfach so ein bisschen verstoben. Und irgendwie, keine Ahnung, ist mein Körper einfach so. Und es war schon immer irgendwie so. Mal gucken, ob ich das morgen ein bisschen... Morgen will ich auf jeden Fall früher hingehen, weil ich übermorgen wegfahre für 2 Tage. Deshalb werdet ihr dann erstmal wieder nichts von mir hören. Und ich sehe gerade, ich rede seit 10 Minuten, ich kann mich jetzt selber sehen. Und deshalb höre ich jetzt auf und versuche jetzt schlafen zu gehen und nicht noch das Video zu bearbeiten, sondern schlafen zu gehen. Genau, dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine gute Nacht. Oder in Deutschland ist es jetzt 8:30 noch einen schönen Abend. Je nachdem, sucht euch aus. Ich wünsche euch einfach eine tolle Zeit. Nein. Okay, Zeichen ins Fenster geht für mich. Ich sag jetzt einfach, macht's gut und bis bald.